vom 136 Quadratmeter Penthouse auf 40 Quadratmeter Wohnraum reduziert. Was für andere wie ein Albtraum klingt, ist für Monika und Ingo Wiesner der Traum. Einen Traum, den sie sich im März erfüllt haben. Und das nicht in einer kleinen Wohnung in der Stadt, sondern auf einem Campingplatz im Murhardt bei Schwäbisch Gmünd. Die beiden wohnen in einem sogenannten Luxuswohnwagen, inklusive Vorzelt. Das ganze Jahr über sind sie auf dem Campingplatz mit erstem Wohnsitz gemeldet. Klingt erstmal verrückt, aber Monika Wiesner hatte genaue Vorstellungen. Weil wir schon immer auf dem Campingplatz ziehen wollten, weil das Camper einfach schon immer uns Ruhe gegeben hat. Wir konnten schon immer, wenn wir irgendwie selbst mit dem Wohnmobil vom Parkplatz waren, immer am besten abschalten. Das war eigentlich das Ziel. Und einfach kleiner leben, offener, nicht so in so einem Kasten. Einfach das war, glaube ich, eigentlich das Ziel. Ziel erfüllt. Die Anfang 50-Jährigen sind sehr zufrieden mit ihren 40 Quadratmetern. Und einsam wird es auch nicht auf dem Campingplatz. Denn jeden Tag gibt es neue Nachbarn vor der Tür, zum Beispiel Kurzurlauber. Außerdem leben auch andere Dauercamper das ganze Jahr über hier. Platzmangelsorgen gibt es bei den Wiesners nicht. Für Monika Wiesner zählt vor allem eins. Also für mich war wichtig, dass ich die Kleider noch behalten kann. Das war tatsächlich, ich habe gesagt, also ohne Kleider geht nicht. Aber wir haben ja alles verkauft, verschenkt, verräumt. Ich habe zum Beispiel einen alten Schrank gehabt, den ich einfach nicht hergeben wollte. Den hat jetzt unsere Tochter in der Wohnung. Das war mir wichtig, weil der von meinen Großeltern schon ist. Aber alles andere haben wir einfach, das, was wir nicht mehr braucht haben, einfach hergeben. Wir haben uns, glaube ich, schon immer ganz gut trennen können von Sachen. Klar, schließlich haben sie sich von ihrem alten Leben getrennt. So können sie das ganze Jahr einen gewissen Urlaubsflair beibehalten. Nicht nur mit ihrem neuen Heim, dem Luxuswohnwagen, sondern auch mit ihrem Wohnmobil. Mit dem bewahren sie sich eine gewisse Flexibilität in Sachen Urlaub. Also in der Regel war es bei uns immer so, dass wir, wo wir noch im Penthouse gewohnt haben, ich habe am Freitagabend angerufen und gesagt, Moni, pack die Karre, wir gehen nach Dinkelsbühl oder irgendwo halt in irgendwo auf einen Stellplatz in der Stadt, erkunden die dann ein bisschen oder fahren zu Freunden auf eine Party, haben dann das Wochenende da verbracht. Also deswegen kam das, weil wir so gut wie nie zu Hause waren, weil wir fast wirklich jedes Wochenende unterwegs waren. Ja, und wenn wir müssen nicht weit wegfahren, einfach nur fort von zu Hause, was jetzt natürlich hier uns nicht mehr so schwer fällt, auch mal hier zu bleiben, weil es letztendlich auch fast wie Urlaub ist gerade. Durchaus verständlich. Eine finanzielle Erleichterung ist es übrigens auch, da Campingplätze günstiger sind als eine vergleichbar große Wohnung. Wobei es ihnen darum nicht ging, so die Wiesners. Nachdem sie gute 3 Jahre darüber nachgedacht hatten, ob sie sich ein Leben auf dem Campingplatz vorstellen können, haben sie es einfach gemacht. Und so schlimm kann das in einem Luxuswohnwagen ja wohl nicht sein. Aber wie viel Luxus bleibt denn am Ende des Tages, wenn zum Beispiel die Toilette regelmäßig selbst geleert werden muss? Da hört der Luxus natürlich auf, klar. Aber durch das, dass wir schon immer Camper waren, ist es jetzt für mich null Unterschied, ob ich da jetzt die Kassette rausziehe und zum Entsorgen bringe. Weil das machen wir, wenn wir unterwegs sind, im Wohnmobil ja auch. Also für mich hat sich da nichts geändert. Und für uns ist es immer noch Männersache, sage ich mal. Das ist also mein Job tatsächlich. Ich habe gesagt, das muss man Frauen nicht machen. Erstens mal ist es ein bisschen schwer, das Ding. Wenn man es dann mit, kannst du zwar wie so ein Trolley hinterherziehen, aber das macht mir nichts aus tatsächlich. Und im Winter stellen sie uns hier das Wasser ja ab. Dann muss ich dann mit der Gießkanne die 70 Liter, was wir hier haben, reinmachen. Aber das hebt dann uns dann wieder eine Woche oder sowas. Also von dem her, du bist viel in Bewegung hier tatsächlich. Also du hast immer deine kleinen Jobs zu tun. Aber das ist auch cool, finde ich irgendwie so. Du hast immer was zu schaffen hier. Auch wenn es bei dem Luxus vielleicht ein paar Abstriche gibt, der Luxus der Freiheit, den die Wiesners dazu gewonnen haben, wiegt das alle Male auf. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.